Meine Herren Richter, ich habe mich gestern am Schluss meiner Ausführungen mit dem Vorwurf der Anklage befasst. Der Angeklagte von Schirach habe die Jugend des Dritten Reiches im kriecherischen Sinn militaristisch erzogen. Er habe sie auf die Führung von Angriffskriegen vorbereitet und habe an einer Verschwörung gegen den Frieden sich beteiligt. Ich fahre nunmehr fort, gemäß Seite 15 meines schriftlichen Exposés, indem ich mich einem weiteren Vorwurf zuwende, der von der Anklage gegen den Beschuldigten von Schirach erhoben wurde. Da die Anklagevertretung dem Angeklagten von Schirach nicht nachweisen konnte, dass er jemals vor Beginn des Krieges sich für die Kriegspolitik Hitlers eingesetzt hat, so macht man ihm einen weiteren Vorwurf daraus, er habe verschiedene Beziehungen zur SS und SA gehabt. Aus der Hitlerjugend habe insbesondere sowohl die SS wie die SA und auch das Führerkorps der Partei seinen Nachwuchs erhalten. Das Letztere ist durchaus richtig, beweist aber nichts für die Stellungnahme Schiraks zur Kriegspolitik Hitlers und ist auch für die Frage seiner Beteiligung an einer Kriegsverschwörung Hitlers belanglos. Denn wenn 90% oder 95% oder noch mehr der deutschen Jugend in der Hitlerjugend geeinigt waren, dann war es eine Selbstverständlichkeit, dass sowohl die Partei wie auch deren verschiedene Formationen ihren Nachwuchs von Jahr zu Jahr mehr aus der Hitlerjugend erhielten. Eine andere Jugend war praktisch nicht mehr vorhanden. Wenn aber die Anklage auf das Abkommen zwischen der Reichsjugendführung und dem Reichsführer SS über den Streifendienst der Hitlerjugend vom Oktober 38 hinweist, das Ihnen als Dokument 2396 PS vorliegt, so ergibt sich daraus überhaupt kein Schluss für die Anklage. Denn der Streifendienst der Hitlerjugend war nur eine Einrichtung, welche die Disziplin der HJ-Angehörigen beim Auftreten in der Öffentlichkeit kontrollieren und überwachen sollte. Es war das also eine Art Vereinspolizei, welche die Hitlerjugend gegen ihre eigenen Mitglieder und nur gegen diese übte. Um aber hierbei seitens der allgemeinen Polizei keine Schwierigkeiten zu bekommen, war eine Regelung durch Vereinbarung mit dem Reichsführer SS Himmler notwendig, weil dieser Himmler der Chef des gesamten Polizeiwesens in Deutschland war und weil er der Einrichtung des Streifendienstes der HJ hätte Schwierigkeiten machen können. Das allein war der Zweck des Abkommens vom Oktober 1936, das natürlich mit der Beschaffung eines Nachwuchses für die SS in Wirklichkeit ebenso wenig etwas zu tun hatte wie mit Kriegsführung und Kriegsvorbereitung. Wie sehr übrigens Schirach sich dagegen wehrte, dass irgendwelche Gliederungen der Partei auf die HJ Einfluss gewannen, das ergibt sich deutlich aus der Tatsache, dass er 1938 auf das Schärfste dagegen protestierte, dass die Ausbildung der zwei letzten Jahrgänge der HJ, also von 16 bis 18 Jahren, durch die SA übernommen werden sollte. Er hat diesen Plan scharf abgelehnt und hat durch persönliche Vorsprache bei Hitler erreicht, dass der betreffende Führerbefehl in der Praxis nicht durchgeführt wurde. Und was seine Stellung zur SS anlangt, so wissen wir aus der Aussage des Zeugen Gustav Höpken, der am 28. Mai 1946 hier vernommen wurde, wie aus dem Affidavit der Zeugin Maria Höpken, Dokumentenbuch Schirach Nummer 3, dass Schirach in Wien
immer befürchtete, durch die SS überwacht und bespitzelt zu werden. So hatte er in Wien immer schon ein unbehagliches Gefühl, seit man für ihn zu Beginn seiner Wiener Tätigkeit für die Geschäfte des Reichsstatthalters und Reichsverteidigungskommissars einen ständigen Vertreter in der Person ausgerechnet eines höheren SS-Führers, eines Dr. Dellbrügge, aufgestellt hatte, der, wie Schirach wusste, in unmittelbaren Beziehungen zum Reichsführer SS stand. Als er zu demjenigen Mann, der, wie nachgewiesen ist, im Jahre 1943 Hitler den Vorschlag machte, Schirach wegen Defätismus verhaften zu lassen und vor den Volksgerichtshof zu stellen. Was praktisch bedeutet hätte, dass Schirach auf Betreiben Himmlers aufgehängt worden wäre. Schon diese Tatsachen beweisen, wie das Verhältnis des Angeklagten von Schirach zur SS in Wirklichkeit gewesen ist. Und es ist dann verständlich, dass Schirach schließlich sogar auf den Schutz, den sogenannten Schutz, durch die ihm beigegebene Polizeimannschaft verzichtete und es vorzog, seinen persönlichen Schutz einer Abteilung der Wehrmacht zu übertragen, die dem Befehl Himmlers nicht unterstand. Begleiche hierzu das Affidavit der Zeugin Höpken im Dokumentenbuch Schirach Nummer 3. Ein weiterer Vorwurf, der gegen den Angeklagten Schirach erhoben wurde, betrifft seine Einstellung zur Kirchenfrage. Dem durch die bisherigen Ausführungen gezeichneten Bild des Angeklagten von Schirach, wie es sich aus der Beweisaufnahme ergeben hat, entspricht auch seine Haltung zur Kirchenfrage. Dieser Punkt spielt zwar in der Anklage eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle, er scheint aber doch für die Beurteilung der menschlichen Persönlichkeit Schirachs von erheblicher Bedeutung. Schirach selbst und seine Frau waren stets in der Kirche verblieben. Dem ausländischen Beurteiler mag dieser Umstand vielleicht nur als nebensächliche Kleinigkeit erscheinen. Aber wir Deutsche wissen, welcher Druck auf höhere Parteifunktionäre gerade auch in solchen Dingen ausgeübt wurde. Und dass nur wenige in dieser Stellung einem solchen Druck sich zu widersetzen getrauten. Schirach war einer der wenigen. Er war derjenige höhere Parteiführer, der stets und ausnahmslos mit aller Strenge einschritt, wenn kirchenfeindliche Übergriffe und Ausschreitungen seitens der Hitlerjugend zu seinen Kenntnis kamen. Man hat ihm zwar einen Vorwurf daraus gemacht, dass hinter Hitlerjugend verschiedentlich Lieder gesungen wurden, die hässliche Bemerkungen gegen kirchliche Einrichtungen enthielten. Aber Schirach konnte mit gutem Gewissen hier auf seinen Eid bestätigen, dass er zum Teil von diesen Liedern keine Kenntnis hatte, was bei einer Organisation von 7 bis 8 Millionen Mitgliedern durchaus verständlich ist. Ferner, dass einzelne jetzt beanstandete Lieder bereits aus dem Mittelalter stammen und schon im Lehrbuch des sogenannten Wandervogel gestanden haben, also einer früheren Jugendorganisation, die sicher seitens der Anklagebehörde nicht beanstandet werden will. Vor allem aber hat Schirach darauf hingewiesen, dass in den Jahren 33 bis 36 mehrere Millionen von Jugendlichen aus einer ganz anderen Geisteswelt zur Hitlerjugend kamen. Und dass in den ersten Revolutionsjahren, also in der Sturm- und Drangperiode der Bewegung, es ganz unmöglich war, alle Übergriffe dieser Art zu erfahren und zu verhindern. Wo Schirach von solchen Dingen verständigt wurde, hat er eingegriffen und derartige Missstände abgestellt.
über die Möglichkeit einer Beschwerde ausdrücklich belehrt worden war. Übrigens wurden dann die beschlagnahmten Räume in der Beuchezeit nicht zur Einrichtung einer Adolf-Hitler-Schule verwendet, sondern für Zwecke des Kunsthistorischen Museums von Wien, also keiner Parteieinrichtung, in Anspruch genommen. Was auch wieder dafür spricht, dass der Beschlagnahmebeschluss in keiner Weise durch eine klosterfeindliche Tendenz Schiracks ausgelöst worden war. Denn wenn es Schirach darauf angekommen wäre, das Kloster zu treffen, weil es eine kirchliche Einrichtung war, dann hätte er die für religiöse Kulthandlungen dienenden Räume auch in die Beschlagnahme einbezogen. Er hat aber diese Räume ausdrücklich von ihr ausgenommen. Es muss übrigens bei der Würdigung dieses Falles auch beachtet werden, dass die Begründung des Beschlagnahmebeschlusses vom 22. Februar 1941 eine bemerkenswerte Zurückhaltung übte. Der Beschluss beschränkt sich darauf, die Beschlagnahme damit zu begründen, dass einerseits die Stadt Wien dringend Räume benötige und dass andererseits die beschlagnahmten Räume für die Zwecke des Klösters überflüssig seien. Mit keinem Wort wird erwähnt oder auch nur angedeutet, dass in dem Kloster kriminelle Verfehlungen vorgekommen seien, wie sie in dem Polizeibericht vom 23. Januar 1941 gemeldet worden waren, der Ihnen, dem Gericht, vorliegt. Wäre die Beschlagnahme aus einer kirchenfeindlichen Einstellung Schiracks heraus erfolgt, so wäre wohl anzunehmen, dass in der Begründung der Beschlagnahme auch irgendwie auf diese kriminellen Verfehlungen Bezug genommen worden wären. Auf Veranlassung Schiracks wurde übrigens den geistlichen Herren, die einige der beschlagnahmten Räume benutzt hatten, hierfür eine monatliche Rente bezahlt, wofür an sich keinerlei staatliche Verpflichtung bestand. Auch aus dem sonstigen Verhalten des Angeklagten von Schirach ergibt sich keinerlei kirchenfeindliche Haltung. Namentlich, wenn man bei der Würdigung dieses Verhaltens berücksichtigt, dass in jenen Jahren auch ein Reichsleiter unter starkem Druck seitens der Parteikanzlei und seitens Bormann stand. Und dass zu jener Zeit ein erhebliches Maß von Mut dazu gehörte, diesem Druck Widerstand zu leisten und eine Politik zu pflegen, die im Gegensatz zur offiziellen Berliner Politik stand. Der Wiener Zeuche Wieshofer, welcher die Tätigkeit Schiracks zu beobachten Gelegenheit hatte, hat uns hier bestätigt, dass Schirach sich auch in Wien immer um die Herstellung eines korrekten Verhältnisses zur Kirche bemühte. Für Beschwerden des Kardinals von Wien immer ein offenes Ohr hatte und gegen Ausschreitungen einzelner HJ-Angehöriger oder HJ-Führer scharf einschritt. Er verfolgte also in Wien eine ganz andere Kirchenpolitik, als sein radikaler Vorgänger Bürgel sie beliebt hatte. Und es kann nicht bezweifelt werden, dass die kirchlichen Kreise in Wien und die ganze Wiener Bevölkerung diese Haltung Schiracks gegenüber der katholischen Kirche dankbar anerkannte. Das wird auch bestätigt durch den hier vernommenen Zeugen Gustav Höpken, der mit einem Wiener Theologen, dem Dekan Professor Enz, im Auftrag Schiracks regelmäßige Besprechungen hatte, um kirchliche Wünsche und eingetretene Differenzen mit kirchlichen Stellen dem Angeklagten von Schirach zur Kenntnis bringen zu können. Mehr konnte Schirach unter den obwaltenden politischen Umständen, wie sie auch im Affidavit Maria Höpken, Dokumentbuch Schirach Nummer 3 geschildert sind, nicht tun, wenn er sich nicht selbst in größte Gefahr bringen wollte. Ich komme dann zu einem weiteren Punkt der Anklage, zur Frage der Konzentrationslager. Die Anklage hat zwar nicht in der Anklageschrift, wohl aber in der Beweiserhebung, den Angeklagten von Schirach auch mit Konzentrationslager in Verbindung gebracht
und der hier vernommene Zeuge Alois Hellriegel wurde auf dem Zeugenstand darüber befragt, ob Schirach einmal im Konzentrationslager Mauthausen gewesen sei. Hierzu ist zu bemerken, diesen seinen Besuch in Mauthausen hat der Angeklagte von Schirach schon in seiner eigenen Vernehmung durch die amerikanische Anklagevertretung längst vor Beginn des Prozesses erwähnt gehabt. Es wäre also gar nicht notwendig gewesen, ihm diesen Besuch noch besonders durch den Zeugen Hellriegel zu beweisen. Sein Besuch im Konzentrationslager Mauthausen fand im Jahre 1942 statt, nicht 1944, wie der Zeuge Marsalek irrigerweise angab. Das richtige Jahr 1942 wurde von dem Zeugen Hellriegel bestätigt und in gleicher Weise auch von den Zeugen Höpken und Wieshofer, von denen wir hier gehört haben, dass später als 1942 oder zu irgendeiner anderen Zeit Schirach kein Konzentrationslager mehr besuchte. Der Besuch in Mauthausen von 1942 kann aber dem Angeklagten Schirach nicht in dem Sinne belasten, als ob er damit alle Zustände und Gräueltaten in KZ-Lagern gekannt, gebilligt oder gar unterstützt hätte. Er hat 1942 in Mauthausen nichts gesehen, was auf solche Verbrechen hingewiesen hätte. Gasöfen und dergleichen hat es 1942 in Mauthausen noch nicht gegeben. Massenhinrichtungen fanden damals in Mauthausen noch nicht statt. Die Angaben des Angeklagten von Schirach über seine Eindrücke in diesem Lager erscheinen ohne weiteres glaubhaft, weil die Bekundungen zahlreicher Zeugen, die im Rahmen dieses Prozesses gehört wurden, immer wieder bestätigten, dass bei solchen offiziellen Besuchen, die vorher angekündigt waren, sorgfältig alles vorbereitet gewesen ist, um den Besuchern nur das zu zeigen, was das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen brauchte. Misshandlungen und Folterungen wurden bei solchen offiziellen Besuchen selbstverständlich genauso verheimlicht wie willkürliche Hinrichtungen oder grausame Experimente. So war es 1942 in Mauthausen und so war es erst recht 1935 in Dachau, wo Schirach und die anderen Besucher nur geordnete Zustände zu sehen bekamen. Zustände, die bei oberflächlicher Betrachtung fast besser zu sein schienen als in manchen gewöhnlichen Gefängnissen. Gewusst hat infolgedessen Schirach nur, dass es in Deutschland seit 1933 einige Konzentrationslager gab, in denen nach seiner Meinung unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher und politische Häftlinge untergebracht wurden. Schirach kann aber auch heute nicht glauben, dass die bloße Kenntnis über die Existenz von KZ-Lagern für sich allein bereits ein strafbares Verbrechen sei. Nachdem er niemals irgendetwas zur Förderung der KZ-Lager getan, sich niemals für eine Billigung dieser Einrichtung ausgesprochen, niemanden ins Konzentrationslager gebracht hat, aber auch keine Möglichkeit besessen hätte, an dieser Einrichtung etwas zu ändern oder den Bestand von Konzentrationslagern zu verhindern. Dazu war der Einfluss Schirachs stets zu gering. Als Reichsjugendführer hatte er natürlich mit den KZ-Lagern von vornherein nichts zu tun. Und es war ein Glück für Schirach, dass sich in seinem ganzen Gaubezirk Wien kein einziges KZ-Lager befunden hat. Seine ganzen Beziehungen zu KZ-Lagern beschränkten sich infolgedessen darauf, immer wieder sich um die Freilassung von Leuten aus den KZ-Lagern zu bemühen. Und es ist ja auch bezeichnend, dass er auch seine einmalige Anwesenheit im Konzentrationslager Mauthausen dazu benutzte, sich für Wiener Bürger, die in Mauthausen eingesperrt waren, einzusetzen und ihre Freilassung zu erreichen. Meine Herren Richter, auf viele Details
die in der Beweisführung des Falles Schirach eine größere oder kleinere Rolle gespielt haben, will ich hier im Einzelnen nicht mehr eingehen. Im Interesse der Zeitersparnis werde ich mich daher nicht mehr näher beschäftigen mit seiner angeblichen Verbindung zu Rosenberg oder Streicher, auch nicht mehr mit seiner angeblichen Mitwirkung bei dem Sklavenarbeitsprogramm, für das dem Angeklagten Schirach nicht die geringste Mittätigkeit nachgewiesen werden konnte. Ebenso wenig mit einem Telefongespräch, das von der Anklagevertretung verwertet wurde und das irgendeiner der Wiener Beamten mit einem SS-Standartenführer über die Pflichtarbeit der Juden geführt haben soll und wovon Schirach überhaupt nichts wusste. Ich will aber hier eine kurze Zwischenbemerkung machen zu einem Thema, das insbesondere im Zusammenhang mit dem Fall Rosenberg behandelt wurde. Nämlich eine kurze Stellungnahme zu der sogenannten Heu-Aktion. Es ist das bekanntlich diejenige Aktion, durch die Tausende von Jugendlichen im östlichen Kampfgebiet gesammelt und teils nach Polen, teils nach Deutschland gebracht wurden. Diese Aktion verfolgte, soweit Schirach aus den hier vorgelegten Dokumenten entnehmen konnte, anscheinend das Hauptziel, die Jugendlichen, die im Operationsgebiet, also unmittelbar hinter der Front, ohne Eltern umherirrten, zusammen und einer Beschäftigung und Berufsausbildung zuzuführen, damit sie vor körperlicher und sittlicher Verwahrlosung geschützt wurden. Der Angeklagte Schirach bezweifelt, ob das überhaupt unter dem Gesichtspunkt eines Verbrechens gegen die Humanität oder eines Kriegsverbrechens gewürdigt werden kann. Aber feststeht, dass von dieser Angelegenheit der Angeklagte Schirach nichts wusste. Er war damals hierfür nicht zuständig. Diese Angelegenheit wurde vielmehr von der Heeresgruppe Mitte zusammen mit dem Ostministerium behandelt. Und es ist ja ohne weiteres glaubhaft, dass sowohl das Ostministerium wie auch die Heeresgruppe Mitte sich nicht an den Gauleiter von Wien gewandt haben, um sein Einverständnis mit dieser Aktion einzuholen, oder auch nur, um ihn zu verständigen. Das Einzige, was längere Zeit später in dieser Richtung der Angeklagte Schirach erfahren hat und was vielleicht mit dieser Heuaktion zusammenhängt, das war eine gelegentliche Mitteilung des damaligen Reichsjugendführers Axmann. Er habe so und so viele 1000 Jugendliche bei den Junkerswerken in Dessau als Lehrlinge untergebracht. Der Angeklagte Schirach hat auf die Klärung dieses Sachverhalts Wert gelegt, nachdem er früher Reichsjugendführer gewesen war und weil er dartun möchte, dass er auch nach dem Abgang aus diesem Amt selbstverständlich nichts gegen die Jugend gemacht hat. Sie sollten in ihrem eigenen Leben, heißt es, nicht gestört werden. In der Jugend soll das Judentum schon heute jene abgeschlossene und in sich ungebundene Sonderstellung einnehmen, die einmal das ganze Judentum im deutschen Staat und in der deutschen Wirtschaft erhalten wird. So wörtlich das Zitat aus dem angeführten Erlass.
Schirach dachte also offensichtlich überhaupt nicht an Pogrome, nicht an blutige Judenverfolgungen und dergleichen. Er glaubte vielmehr zunächst, dass durch die antijüdischen gesetzlichen Maßnahmen der Jahre 1933 und 1934 die antisemitische Bewegung bereits an ihrem Ziel angelangt sei. Den jüdischen Einfluss, soweit er ihm ungesund erschien, glaubte er damit bereits beseitigt. Er war deshalb überrascht und schwer betroffen, als dann 1935 die Nürnberger Gesetze erlassen wurden, die eine vollständige Ächtung der jüdischen Bevölkerung aussprachen und mit barbarischer Härte zur Durchführung brachten. An der Planung dieser Gesetze hat Schirach in keiner Weise teilgenommen. Er hat mit ihrem Inhalt und mit ihrer Formulierung nicht das Geringste zu tun, das wurde hier bewiesen. Seine Empörung, als er dann am 10. November 1938 von den Judenpogromen und rohen Exzessen hörte, die von Goebbels und seiner fanatischen Clique inszeniert wurden, ist in der ganzen Jugend bekannt geworden. Auch das ist durch die Beweiserhebung dargetan. Wir haben von dem Zeugen Lauterbacher vernommen, wie Schirach auf die Mitteilung von diesen Exzessen reagierte. Er hat sofort seine Mitarbeiter zusammengerufen und ihnen schärfste Weisung gegeben, dass die Hitlerjugend aus solchen Aktionen unter allen Umständen herausgehalten werden müsse. In diesem Sinn ließ er auch die Führer der Hitlerjugend in sämtlichen deutschen Städten telefonisch sofort verständigen. Und er drohte jedem Unterführer an, dass er ihn persönlich zur Verantwortung ziehen werde, wenn bei der Hitlerjugend irgendwelche Ausschreitungen vorkommen sollten. Aber auch nach November 1938 hat Schirach niemals an die Möglichkeit geglaubt, dass Hitler die Ausrottung der Juden plane. Er hörte vielmehr immer nur davon, dass die Juden aus Deutschland und in andere Staaten evakuiert, dass sie nach Polen abtransportiert, dass sie dort schlimmstenfalls in Ghetto, wahrscheinlich aber in einem geschlossenen Siedlungsgebiet angesiedelt werden sollten. Als Schirach im Jahr 1940 von Hitler den Befehl erhielt, den Gau Wien zu übernehmen, hat auch Hitler selbst ihm gegenüber sich in dem nämlichen Sinn ausgesprochen, nämlich dahin, er, Hitler, werde die Juden von Wien ins Generalgouvernement bringen lassen. Und Schirach hat auch heute noch keinen Zweifel, dass Hitler selber damals, im Jahre 1940, noch nicht an die sogenannte Endlösung der Judenfrage, also an die Ausrottung der Juden, dachte. Wir erkennen aus den Hossbach-Notizen und anderen Beweismitteln dieses Prozesses, dass Hitler zwar bereits 1937 die Aussiedlung der Juden, und zwar anscheinend nach Polen, plante, aber erst im Jahre 41 oder 42 die Ausrottung des jüdischen Volkes beschlossen hat. Mit der Judenevakuierung aus Wien, mit der der Angeklagte von der Staatsanwaltschaft in Zusammenhang gebracht wurde, hatte Schirach überhaupt nichts zu tun. Die Durchführung dieser Maßnahme lag vielmehr ausschließlich in den Händen des Reichssicherheitshauptamtes und der Wiener Dienststelle dieses Amtes. Und es ist bekannt, dass der Wiener SS-Sturmführer Brunner hiewegen in der Zwischenzeit auch bereits zum Tod verurteilt wurde. Der einzige Auftrag, den Schirach hinsichtlich der Wiener Juden erhielt und ausführte, ging lediglich dahin, an Hitler 1940 zu berichten, wie viele Juden noch in Wien seien. Und diesen Bericht gab er in einem Schreiben vom Dezember 1940, worin er die Zahl der Wiener Juden für 1940 mit 60.000 angab. Auf dieses Schreiben des Angeklagten Schirachs
hat bekanntlich der Minister Lammers mit einem Brief vom 3. Dezember 40 PS 1950 geantwortet, aus dem sich mit aller Deutlichkeit ergibt, dass nicht Schirach es war, der die Abschiebung der Wiener Juden ins Generalgouvernement anordnete, sondern Hitler persönlich. Und dass Schirach auch nicht derjenige gewesen ist, der diese Maßnahme durchgeführt hat, sondern der Reichsführer SS Himmler, der damit seine Wiener Dienststelle betraute. Es muss also mit aller Entschiedenheit hier festgestellt werden, dass Schirach in keiner Weise für die Judenverschickung aus Wien irgendwie verantwortlich ist. Er hat diese Aktion nicht betrieben und nicht eingeleitet. Als er im Sommer 1940 als Gauleiter nach Wien kam, war der größere Teil der Wiener Juden bereits freiwillig aus Wien abgewandert oder zwangsweise aus Wien evakuiert. Was übrigens auch von dem Angeklagten Seyß-Inquart bestätigt wurde. Der Rest von ca. 60.000 Juden, der zu Beginn der Wiener Zeit Schiraks noch dort war, ist ohne seine Mitwirkung und ohne seine Verantwortung von dort durch die SS abtransportiert worden. Trotzdem hat Schirach die bekannte Wiener Rede vom September 1942 gehalten, in welcher er ausführte, jeder Jude, der in Europa wirke, sei eine Gefahr für die europäische Kultur. Und worin er weiter sagte, wenn man ihm nun den Vorwurf machen wolle, dass er aus dieser Stadt, aus Wien, die einst die Metropole des Judentums gewesen sei, Zehntausende und Aberzehntausend von Juden ins östliche Ghetto abgeschoben habe, dann müsse er antworten, er sehe darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur. Soweit die in Betracht kommende Stelle. Schirach hat hier offen und mannhaft eingestanden, dass er sich damals in diesem Sinne tatsächlich geäußert hat. Und er hat reumütig hier erklärt, ich zitiere wörtlich, ich kann dieses böse Wort nicht ungeschehen machen, ich muss dafür einstehen, ich habe dieses Wort gesprochen, das ich aufrichtig bedauere. Wenn das Gericht in diesen Worten ein gesetzlich strafbares Verbrechen gegen die Humanität erblicken sollte, so muss Schirach für diese einzige antisemitische Äußerung, die ihm je nachgewiesen werden konnte, die Sühne auf sich nehmen. Obwohl es seinerseits bei den bloßen Worten geblieben ist und obwohl diese Worte keinerlei schädliche Wirkung gehabt haben. Aber dieser Standpunkt Schirachs, den er hier einnimmt, befreit das Gericht nicht von der Verpflichtung, gewissenhaft nachzuprüfen, was Schirach tatsächlich getan hat, ferner wie er zu dieser vereinzelten Äußerung kam und endlich, ob Schirach auch sonst gehässige Ausdrücke gegen die Juden machte, dass er diese vereinzelte judenfeindliche Bemerkung seiner Wiener Rede im September 42 machte, hat er überhaupt nichts gegen die Juden verbrochen. Für die Judendeportation aus Wien war er nicht zuständig. Er hat sich in keiner Weise daran beteiligt und er hätte sie mit seinen schwachen Kräften auch keinesfalls verhindern können. Es ist schon so, wie die Anklage gelegentlich sich geäußert hat, er hat prahlerisch sich damals eine Tat zugeschrieben, die er in Wirklichkeit niemals begangen hat und die er nach seiner ganzen Einstellung auch niemals begehen konnte. Wie kam nun aber trotzdem Schirach zu dieser Äußerung in seiner Wiener Rede? Wie kam er dazu, eine Tat für sich in Anspruch zu nehmen und sich selbst einer Handlung zu beschuldigen, die er offenbar gar nicht verübt hatte? Auch hier ergibt sich die Antwort
aus den Ergebnissen der Beweisaufnahme unseres Prozesses. Durch Sie wissen wir, dass Schirach in Wien einen außerordentlich schweren Standpunkt hatte. Hitler hatte ihn als Reichsjugendführer ohne Angabe eines Grundes abgesetzt. Anscheinend, weil er ihm nicht mehr traute. Er fürchtete von Jahr zu Jahr mehr, dass hinter Schirach die Jugend stehen werde, die ihm, Hitler, in eben dem Maße fremder wurde, je mehr die schwarze Mauer seiner SS ihn vom Volk trennte. Vielleicht sah Hitler in seinem Jugendführer die kommende Generation verkörpert, die weltweit dachte, human empfand und sich zunehmend an jene Moralbegriffe gebunden fühlte, die Hitler für sich und seine Staatsführung längst über Bord geworfen hatte, weil sie für ihn schon lange nicht mehr Begriffe wahrer Moral waren, sondern nur Schlagworte einer hohlen Propaganda. Dieses Gefühl Hitlers war vielleicht der tiefere Grund, warum er im Sommer 1940 Schirach plötzlich, ohne jedes Wort der Aufklärung, als Jugendführer absetzte und auf den besonders schwierigen Posten eines Gauleiters nach Wien sandte. In diejenige Stadt, die Hitlers Herz hasste, während sein Mund von der österreichischen Heimat sprach. In Wien war Schirachs Stellung unendlich schwierig. Man überwachte und bespitzelte ihn auf Schritt und Tritt. Man übte immer wieder schärfste Kritik an seiner dortigen Verwaltungstätigkeit. Man machte ihm Vorwürfe, dass er sich um die Partei in Wien so gut wie überhaupt nicht kümmere, dass man ihn dort fast nie in Parteiversammlungen sehe und keine politische Rede von ihm höre. Ich verweise hierzu auf das Affidavit Maria Höpken im Dokumentenbuch Schirach Nummer 3. Gerne griff man jede Beschwerde auf, die von den Wiener Parteigenossen immer wieder über ihren neuen Gauleiter an die Parteikanzlei nach Berlin gelangten. Und nur so kam es, nur so ist es erklärlich, dass Schirach die unglückliche Rede vom September 1942 hielt, die in diametralem Gegensatz zu der Haltung stand, die Schirach Zeit seines Lebens auch in der Judenfrage einnahm. Über diese Art der Entstehung der Wiener Rede kann nach der Vernehmung des Zeugen Gustav Höpken hier im Sitzungssaal kein Zweifel mehr bestehen. Denn aus ihr ergibt sich, dass Schirach damals seinen Pressereferenten Günter Kaufmann eigens beauftragt hat, bei dem Bericht über die Wiener Rede diesen Punkt besonders an das deutsche Nachrichtenbüro nach Berlin durchzutelefonieren. Weil er, Schirach, ich zitiere wörtlich, eine Konzession an Bormann in diesem Punkt machen müsse. Schluss des Zitates. Also ein Gedanke, den auch Schirach selbst bei seiner eigenen Vernehmung mit den Worten andeutete, er habe aus falscher Loyalität sich mit dieser Aktion Hitlers und Himmlers moralisch identifiziert. Diese böse Rede Schirachs vom September 1942 ist aber immerhin in einer anderen Richtung doch auch wieder wertvoll zugunsten Schirachs. In ihr spricht nämlich Schirach von einer Verschickung der Juden in Ghettos des Ostens. Hätte Schirach damals gewusst, dass die Juden aus Wien abtransportiert werden, um in einem Vernichtungslager ermordet zu werden, so hätte er gerade angesichts dieses Zweckes, den er mit seiner Rede verfolgte, zweifellos nicht von einem östlichen Ghetto gesprochen, in das die Juden gebracht worden seien, sondern er hätte über eine Ausrottung der Wiener Juden berichtet. Aber auch damals, als er noch im Herbst 1942
kam ihm nicht der Schatten eines Gedankens, dass Hitler die Juden ermorden wolle. Das hätte er niemals gebilligt und niemals anerkannt. Denn so weit ist sein Antisemitismus in keiner Zeit gegangen. Schirach hat hier ganz offen ausgesprochen, dass er damals den Plan Hitlers, die Jugend in Polen anzusiedeln, für richtig hielt. Nicht etwa aus Antisemitismus, nicht aus Judenhass, sondern aus der verstandesmäßigen Erwägung heraus, dass es unter den damaligen Verhältnissen wohl vielleicht im eigenen Interesse der Juden lag, aus Wien wegzukommen, um nach Polen gebracht zu werden. Denn auf die Dauer hätten die Juden, solange das Hitlerregime bestand, sich ja doch nicht mehr in Wien halten können, sondern wären dort nur immer noch schärferen Verfolgungen ausgesetzt gewesen. Wie Schirach hier am 24. Mai 1946 darlegte, erschien es ihm, ich zitiere wörtlich, bei dem Temperament von Goebbels möglich, dass immer wieder derartige Aktionen wie im November 1938 über Nacht hervorgerufen werden konnten, und in diesem Zustand der Rechtsunsicherheit konnte er sich ein Weiterleben der jüdischen Bevölkerung in Deutschland nicht vorstellen. Er dachte, dass das Judentum in einem geschlossenen Siedlungsgebiet des Generalkommandos besser aufgehoben sei als in Deutschland und Österreich, wo es den Launen des Propagandaministers ausgesetzt war, der ja der Hauptträger des radikalen Antisemitismus in Deutschland gewesen ist. Darüber war sich Schirach vollkommen klar. Er konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, dass offensichtlich im Dritten Reich der Kurs gegen die Juden von Tag zu Tag noch radikaler, noch fanatischer und immer noch gewaltsamer würde. Diese Auffassung der Wiener Rede vom September 1942 und ihrer wahren Entstehungsursache deckt sich mit den Ausführungen, die der Angeklagte Schirach in der Sitzung der Ratsherren der Stadt Wien vom 6. Juni 1942 machte, Dokument Nummer 3886 PS, nämlich dahin, dass noch im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres 1942 alle Juden aus der Stadt entfernt sein würden. Und sie deckt sich ebenso mit dem Aktenvermerk des Reichsleiters Bormann vom 2. Oktober 40, Dokument USSR 142, wonach Schirach bei einer Unterhaltung in der Wohnung Hitlers bemerkte, er habe in Wien noch über 50.000 Juden, die der Generalgouverneur von Polen ihm abnehmen müsse. Diese Bemerkung erklärt sich aus der damaligen Zwangslage, in der sich Schirach befand. Auf der einen Seite drängte Hitler mehr und mehr auf die Abschiebung der Juden aus Wien. Auf der anderen Seite sträubte sich der Generalgouverneur Frank dagegen, die Wiener Juden auch noch im Generalgouvernement aufzunehmen. Dieser Zwiespalt war offenbar der Grund, warum bei der erwähnten Zusammenkunft vom 2. Oktober 40 Schirach diesen Punkt zur Sprache brachte, um nicht immer wieder Vorwürfen seitens Hitlers ausgesetzt zu sein. Er selbst hatte am Abtransport der Wiener Juden keinerlei Interesse, wie auch das vom Zeugen Gustav Höpken hier bekundete Gespräch zwischen Schirach und Himmler vom November 1943 beweist. Ich darf hier einschalten zu diesem Gespräch. In diesem Gespräch mit Himmler hat damals Schirach den Standpunkt vertreten, man solle die Juden ruhig in Wien belassen, zumal sie ja den Davidsstern trug. Das ist als Gesprächsinhalt, als Äußerung Schirachs von dem Zeugen Höpken hier bestätigt worden. Ich darf dann weiterfahren. Hitler verlangte aber die Judenverschickung aus Wien
und Himmler bestand auf der Durchführung. Die Anklagebehörde hat nun geglaubt, dem Angeklagten Schirach noch eine zweite judenfeindliche Äußerung vorwerfen zu können, nämlich eine Rede, die er Ende 38, aber vor dem Frühjahr 39, auf einer Studentenversammlung in Heidelberg gehalten haben soll. Er habe damals über den Neckarfluss auf die alte Universitätsstadt Heidelberg gezeigt, wo verschiedene ausgebrannte Synagogen die stummen Zeichen der judenfeindlichen Tätigkeit der Heidelberger Studenten gewesen seien. Und ich zitiere hier wörtlich aus dem Affidavit Ziemer: Der kleine, dickliche Reichsstudentenführer, so heißt es wörtlich, soll damit die Judenpogrome vom 9. November 38 als Heldentat gebilligt und gepriesen haben. Dieser Vorwurf stützt sich, wie bereits erwähnt, auf die eidesstattliche Versicherung eines gewissen Gregor Ziemer, die Ihnen vorgewicht. Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, dass diese Behauptung Ziemers falsch ist. Ziemer hat niemals der deutschen Studentenbewegung oder der Hitlerjugend angehört und war offensichtlich in der fraglichen Studentenversammlung selber nicht anwesend. Aus welcher Quelle er sein Wissen haben will, ist in seinem Affidavit nicht angegeben. Dass aber seine Behauptung falsch ist, beweist schon seine körperliche Schilderung, wenn er von einem kleinen, dicklichen Studentenführer spricht. Denn sie passt ganz und gar nicht auf Schirach. Vielleicht würde sie einigermaßen auf seinen Nachfolger zutreffen, der Ende 38 Reichsstudentenführer war. Aber Schirach war das bestimmt nicht. Er hatte das Amt des Reichsstudentenführers bekanntlich schon 1934 in die Hände des Stellvertreters des Führers zurückgelegt gehabt, nachdem er inzwischen zum Reichsjugendführer bestellt worden war. Schirach hat weder Ende 38 noch sonst jemals eine Rede vor Heidelberger Studenten gehalten. Und durch das Affidavit der Zeugin Höpken, Dokumentenbuch Nummer 3, ist einwandfrei erwiesen, dass Schirach in der angegebenen Zeit überhaupt nicht in Heidelberg war. Das hat auch Schirach selbst beschworen. Und seine eigene Angabe kann deshalb Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen, weil er bei seiner ganzen Vernehmung nichts beschönigt, nichts zu Unrecht abgeleuchtet hat, sondern mannhaft und mit Wahrheitsliebe für alle seine Handlungen eingetreten ist. Ausschlaggebend für die Feststellung, dass das Affidavit Ziemer unwahr ist, jedenfalls hinsichtlich der Person Schirachs, ist aber noch eine andere Tatsache. Zufällig wurde nämlich in der Beweishebung festgestellt, wie Schirach auf die Novemberpogrome des Jahres 38 reagiert hat. Der Zeuge Lauterbacher hat uns hier, wie bereits an anderer Stelle erwähnt wurde, berichtet, dass Schirach am 10. November 38 vor seinen Mitarbeitern die Vorkommnisse des 9. November 38 auf das Schärfste verurteilt und sich dahin geäußert hat, er schäme sich deswegen für die anderen und für die ganze Partei. Der 9. November 38, so sagte Schirach, würde in die deutsche Geschichte eingehen als eine einzige deutsche Kulturschande. Diese könnten wir überhaupt nicht mehr abwaschen. So etwas hätte sich bei einem unzivilisierten Volk ereignen können, aber niemals bei uns Deutschen sich ereignen dürfen, die wir uns einbilden, ein hochstehendes Volk zu sein. Die Jugendführer, fuhr Schirach damals fort, müssten solche Ausschreitungen unter allen Umständen verhindern. Von seiner Organisation möchte er so etwas weder jetzt
noch in Zukunft hören. Die Hitlerjugend müsse unter allen Umständen aus solchen Dingen herausgehalten werden. Soweit die Angabe, die beschworene Angabe des Zeugen hier, Höpken. Im gleichen Sinn hat dann nachher Schirach von Berlin aus sämtliche Dienststellen der Hitlerjugendführung telefonisch anweisen lassen. Wenn nun im November 38 Schirach die Ereignisse des 9. November 38 so überaus scharf verurteilte und ablehnte, dann ist es ausgeschlossen, dass er etwa zur gleichen Zeit die vorgekommenen Bluttaten vor den Heidelberger Studenten gefeiert und damit die Heidelberger Studenten aufgehetzt hätte. Und so drängt sich die Frage auf, warum man keinen einzigen Teilnehmer jener Heidelberger Studentenversammlung hierher als Zeugen gebracht hat, sondern sich stattdessen mit einem Zeugen begnügte, der nur vom Hörensagen etwas behaupten kann. Im Übrigen ist die Anklagevertretung im Kreuzverhör auf die Angelegenheit dieser angeblichen Heidelberger Rede nicht mehr zurückgekommen und hat damit die eigene Sachdarstellung Schiraks damit wohl als richtig anerkannt. Es ist übrigens auch eine sehr bedeutsame Tatsache, dass die Hitlerjugend selbst weder an den Ausschreitungen des 9. November 38 beteiligt war, noch vorher oder später andere Exzesse dieser Art verübt hat. Die Hitlerjugend war damals die stärkste Organisation der Partei. Sie umfasste etwa 7 bis 8 Millionen Mitglieder. Und trotzdem ist nicht ein einziger Fall nachgewiesen, wo die Hitlerjugend an solchen Verbrechen gegen die Humanität teilgenommen hätte. Obwohl ihre Mitglieder vorwiegend in einem Alter standen, das erfahrungsgemäß nur zu leicht in Versuchung kommt, bei Ausschreitungen und Roheitsakten mitzumachen. Die einzige Ausnahme, die bisher behauptet wurde, bezieht sich auf die Aussage der Französin Ida Vassot, die als Leiterin eines Altersheimes in Lemberg tätig sein soll und die ausweislich des Kommissionsberichtes USSR 6 behauptet haben soll, die Hitlerjugend habe Kinder aus dem Ghetto in Lemberg geschenkt erhalten und als lebende Zielscheiben für ihre Übungen benutzt. Allein dieser einzige Ausnahmefall, der bisher behauptet, jedoch nicht bewiesen wurde, dieser einzige Ausnahmefall konnte in keiner Weise geklärt werden. Insbesondere auch nicht nach der Richtung, ob es sich dabei wirklich um Jungens der Hitlerjugend gehandelt hat. Selbst wenn aber unter den 8 Millionen Mitgliedern in 10 oder 15 langen Jahren ein einziger derartiger Fall vorgekommen wäre, so könnte das nicht das Geringste beweisen für einen hetzerischen Einfluss, den Balthus von Schirach geübt hätte. Und der, wie ich hier beifügen darf, zu jener Zeit überhaupt nicht mehr Reichsjugendführer war. Meine Herren Richter, ich gestatte mir dann auf Seite 36 meines Exposés fortzusetzen. Man prüfe doch endlich alle die Reden und Aufsätze, die Schirach als Reichsjugendführer geschrieben hat und die im Dokumentenbuch Schirach dem Gericht vorliegen.
Sie erstrecken sich auf eine lange Reihe von Jahren. Aber an keiner Stelle enthalten Sie ein Wort, das zum Rassenhass aufreizen, das den Judenhass predigen, das die Juden zu Gewaltakten ermuntern oder das solche Taten entschuldigen würde. Wenn es gelungen ist, die in die Millionen zählenden Mitglieder der Hitlerjugend stets von allen solchen Exzessen herauszuhalten, so spricht auch diese Tatsache dafür, dass die Führung sich bemühte, der Jugend den Geist der Toleranz, der Nächstenliebe, der Achtung vor der Menschenwürde einzuflößen. Wie Schirach über die Behandlung der Judenfrage dachte, das zeigt auch deutlich die Szene, die sich im Frühjahr 1943 auf dem Obersalzberg abspielte und die auch im Affidavit der Zeugin Höpken, Dokumentenbuch von Schirach Nummer 3, geschildert ist. Ich meine jene Szene, wo Schirach auf dem Obersalzberg Hitler in dessen Wohnung berichten ließ, wie man mit eichenen Augen vom Hotelfenster in Amsterdam aus nachts mit angesehen habe, wie die Gestapo hunderte von holländischen Jüdinnen abtransportiert habe. Schirach selbst durfte damals nicht wagen, derartige Dinge Hitler vorzutragen. Ein Erlass Bormanns hatte das den Gauleitern ausdrücklich verboten. Deshalb versuchte Schirach durch Vermittlung einer dritten Person, die selbst auch ein Zeugen gewesen war, eine Milderung in der Behandlung der Judenfrage bei Hitler zu erreichen. Es gelang dies nicht. Hitler wies das alles schroff ab mit Worten, das seien Sentimentalitäten. Durch dieses Eintreten für die holländischen Juden war aber damals die Situation für den Angeklagten von Schirach so kritisch geworden, dass er es vorzog, am frühen Morgen des nächsten Tages sofort von Obersalzberg abzureisen. Und seitdem war Hitler für Schirach grundsätzlich überhaupt nicht mehr zu sprechen. Dieses Eintreten Schirachs für mildere Behandlung der Judenfrage hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass Hitler dann einige Monate später, nämlich im Sommer 43, allen Ernstes daran dachte, Schirach verhaften zu lassen und vor den Volksgerichtshof zu stellen. Bloß deshalb, weil Schirach es gewagt hatte, in einem Brief an Reichsleiter Bormann den Krieg als ein nationales Unglück für Deutschland zu bezeichnen. Jedenfalls zeigt das alles, dass Schirach nach Kräften für eine Mäßigung in der Judenfrage eintrat. Und zwar in einer Weise, dass er dadurch seine eigene Stellung und Existenz gefährdete. Er war zwar Antisemit, aber gerade deshalb verdient es Beachtung, dass er allem Druck von Berlin aus widerstand und es ablehnte, eine antisemitische Sondernummer in der offiziellen Zeitschrift der Hitlerjugend erscheinen zu lassen. Während der eigene Sondernummern für die Verständigung auch mit England, mit Frankreich und für eine humanere Behandlung der Ostvölker gebracht hatte. Es ist nicht minder beachtlich, dass Schirach mit seinem Freund Dr. Colin Ross sich bemühte, die Auswanderung der Juden in das neutrale Ausland anzustreben, um ihnen die Verbringung in ein polnisches Ghetto zu ersparen. Die Anklagebehörde hat sich nun bemüht, eine gewisse Mitverantwortung des Angeklagten von Schirach für die in Polen und Russland vorgekommenen Judenpogrome dadurch zu begründen,
dass Sie gegen ihn die sogenannten Erfahrungs- und Lageberichte zu verwerten suchte, die von der SS regelmäßig an den Reichsverteidigungskommissar im Wehrkreis 17 gingen. In der Tat muss man sagen, wenn, ich betone, wenn Schirach von diesen regelmäßigen Erfahrungs- und Lageberichten der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD im Osten damals Kenntnis bekommen hätte, so würde das gegen ihn auf alle Fälle eine schwere moralische und politische Belastung darstellen. Man könnte ihm dann den Vorwurf nicht ersparen. Er habe aus den Berichten ersehen müssen, dass neben militärischen Operationen im Osten auch überaus grausame Massenermordungen von Kommunisten und Juden stattgefunden hatten. Das Charakterbild, das wir bisher von Schirach bekommen haben, der auch von der Staatsanwaltschaft gelegentlich als Mann von Kultur bezeichnet wurde, müsste eine sehr bedenkliche Trübung erfahren, wenn Schirach tatsächlich diese Berichte gesehen und gelesen hätte. Denn dann hätte er gewusst, dass in Lettland und Litauen, in Weißruthenien und in Kiew Massenermordungen stattgefunden haben, und zwar offensichtlich ohne jedes gerichtliche Verfahren und ohne Urteil. Was ist aber in Wirklichkeit durch die Beweiserhebung erwiesen worden? Die erwähnten Berichte sind, wie an Dutzende anderer Dienststellen, so auch an das Amt des Reichsverteidigungskommissars im Wehrkreis 17 gegangen. Und zwar mit dem ausdrücklichen Vermerk, zu Handen des Regierungsrates Dr. Hofmann oder mit dem Vermerk, zu Handen des Regierungsrates Dr. Fischer. Aus dieser Art der Adressierung der Berichte und aus der Art, wie dann das Amt des Reichsverteidigungskommissars die Berichte abgezeichnet hat, ergibt sich einwandfrei, dass Schirach diese Berichte nicht zu Gesicht bekam und dass er auch sonst von ihnen keine Kenntnis erhielt. Schirach hatte bekanntlich in Wien drei umfangreiche Ämter. Als Reichsstatthalter und Reichsverteidigungskommissar war er Chef der gesamten staatlichen Verwaltung. Als Oberbürgermeister war er das Oberhaupt der gemeindlichen Verwaltung. Und als Gauleiter von Wien war er die Spitze des dortigen Parteiapparates. Es liegt nun auf der Hand, dass Schirach diese drei Aufgaben nicht alle selbst erledigen konnte. Zumal er 1940 aus einem ganz anderen Aufgabenbereich gekommen war und sich in die staatliche wie in die gemeindliche Verwaltung erst einzuarbeiten hatte. Er hatte deshalb für jede seiner drei Aufgaben einen ständigen Vertreter. Und das war für die hier interessierenden Geschäfte der staatlichen Verwaltung der Regierungspräsident von Wien. Dieser Regierungspräsident namens Delbrücke hatte die laufenden Geschäfte der staatlichen Verwaltung vollkommen selbstständig zu erledigen. Schirach beschäftigte sich mit Angelegenheiten der Staatsverwaltung nur hinsichtlich solcher Dinge, die ihm von seinem ständigen Vertreter, nämlich dem Regierungspräsidenten, urkundlich zugeleitet wurden oder über die ihm mündlich vom Regierungspräsidenten Bericht erstattet wurde. Wenn nun das hinsichtlich der erwähnten Lage- und Erfahrungsberichte der Fall gewesen wäre, so wäre das auf den betreffenden Urkunden irgendwie vermerkt worden. Auf den vorgelegten Erfahrungs- und Lageberichten der SS findet sich aber nicht ein einziger Vermerk, der ersehen ließe, dass dieser Bericht dem Angeklagten von Schirach vorgelegt wurde oder dass ihm darüber Vortrag gehalten worden wäre. Das ist auch ohne weiteres verständlich, denn für die Wiener Verwaltung waren ja die Erfahrungen, welche die Polizei und der SD
bei den Partisanenkämpfen mit Polen und Russland gesammelt hatten, vollständig belanglos. Es bestand daher nicht die geringste Veranlassung, dem ohnehin sehr mit Verwaltungsgeschäften aller Art überlasteten Angeklagten von Schirach diese Berichte irgendwie zur Kenntnis zu bringen. Dieses Ergebnis, meine Herren, stützt sich vor allem auf die eidlichen Bekundungen nicht bloß des Angeklagten hier im Sitzungssaal, sondern auch auf die der beiden Zeugen Höpken und Wieshofer, die als Chef des Zentralbüros, der eine, beziehungsweise als Adjutant des Angeklagten, der andere, über die Wiener Verhältnisse genauestens Auskunft geben konnten. Es steht fest, dass diese Erfahrungs- und Lagerberichte niemals in den Einlauf des Zentralbüros in Wien kamen, sondern lediglich in den Einlauf des Regierungspräsidenten. Und dass sowohl Höpken als Chef des Zentralbüros wie auch Wieshofer als Adjutant des Angeklagten von diesen Erfahrungs- und Lagerberichten früher, also vor dem Prozess, ebenfalls keine Kenntnis hatten, sondern sie erstmals hier im Sitzungssaal bei ihrer Vernehmung zu sehen bekamen. Wie ja auch, was ich hier einfügen möchte, diese beiden Referenten des Angeklagten von Schirach, die beiden namentlich genannten Beamten, Dr. Fischer und den anderen, selber überhaupt nicht gekannt haben. Ich fahre dann weiter. Auf alle Fälle ist das Ergebnis, dass ausweislich der Aktenvermerke, die auf den Urkunden stehen, Schirach von diesen Berichten keinerlei Kenntnis gehabt hat. Er ist für die darin geschilderten Gräueltaten nicht mitverantwortlich und kann deshalb durch diese Tätigkeitsberichte strafrechtlich nicht belangt werden. Für die Beurteilung der Persönlichkeit Schirachs, meine Herren Richter, ist auch nicht ohne Bedeutung sein Verhalten während der letzten Wochen in Wien. Für Schirach war es eine Selbstverständlichkeit, die verschiedenen Wahnsinnsbefehle nicht durchzuführen, die damals aus Berlin kamen. Er hat die von Bormann angeordnete Lynchjustiz gegenüber feindlichen Fliegern weit von sich gewiesen, genauso wie den Befehl, Defetisten schonungslos aufzuhängen, mochte es Mann oder Frau sein. Sein Standgericht, das des Angeklagten von Schirach, ist überhaupt niemals zusammengetreten. Sein Standgericht hat nicht ein einziges Todesurteil gefällt. An seinen Händen klebt kein Blut. Er hat im Gegenteil alles getan, um zum Beispiel notgelandete Feindflieger vor der erregten Menge zu schützen. Und es hat, wie wir zum Beispiel von dem Zeugen Wieshofer hörten, er hat sofort seinen eigenen Kraftwagen entsandt, um abgesprungene amerikanische Flieger in Sicherheit zu bringen. Er setzte sich damit wiederum in bewusstem Gegensatz zu einem Befehl Bormanns, dass solche Flieger nicht vor Lynchakten seitens der Bevölkerung geschützt werden dürften. Er hat sich auch nicht an die Anordnung gekümmert, dass Wien bis zum letzten Mann zu halten sei oder dass in Wien Brücken und Kirchen und Wohnviertel zerstört werden müssten. Und er hat schroff den Befehl abgelehnt, Partisanenverbände in Zivil aufzustellen oder mit Hilfe des Wehrwolf den aussichtslosen Kampf in verbrecherischer Weise fortzusetzen. Er lehnte derartige Zumutungen aus Pflicht Bewusstsein ab, zumal er damit gegen das Völkerrecht verstoßen hätte. Das Charakterbild des Angeklagten von Schirach bliebe unvollständig, wenn wir uns in diesem Augenblick nicht noch erinnern würden an die Erklärung, die er hier am Vormittag des 24. Mai 1946 abgegeben hat. Ich meine jene Erklärung, in der er Hitler als millionenfachen Mörder hier vor dem ganzen deutschen Volk und vor der gesamten Weltöffentlichkeit bezeichnet hat.
Schirach hatte schon voriges Jahr Erklärungen abgegeben, die sein Verantwortungsgefühl beweisen und seine Bereitschaft für seine Handlungen und die seiner Untergebenen in vollem Umfang einzutreten. Das war zum Beispiel am 5. Juni 1945 der Fall, als er sich in Tirol verborgen hielt und am Rundfunk hörte, dass alle Parteiführer vor ein alliiertes Gericht zu stellen seien. Schirach hat sich darauf unverzüglich gemeldet und in seinem Schreiben an den amerikanischen Ortskommandanten zum Ausdruck gebracht, er tue dies, um zu verhindern, dass für seine Handlungen andere zur Rechenschaft gezogen würden, die nur seine Befehle ausgeführt hätten. Er meldete sich freiwillig, obwohl der englische Rundfunk bereits die Nachricht von seinem Tod gebracht hatte und obwohl Schirach hätte hoffen können, in seinem Versteck nicht entdeckt zu werden. Diese Handlungsweise verdient Berücksichtigung bei der Beurteilung der Persönlichkeit eines Angeklagten. Die gleiche Verantwortungsfreudigkeit zeigte dann Schirach im Herbst 1945, als er von der Anklagebankbehörde vernommen wurde. Er glaubte damals, sein Nachfolger Axmann sei gefallen, er war ja totgesagt worden. Trotzdem machte Schirach nicht den Versuch, seine Schuld auf seinen Nachfolger abzuwälzen. Er erklärte vielmehr ausdrücklich, er übernehme auch für die Zeit seines Nachfolgers die volle Verantwortung auch für alles, was unter seinem Nachfolger bei der Reichsjugendführung vorgegangen war. Der Schlussstein in dieser Linie bildete nun die Erklärung, die Schirach hier am 24. Mai 1946 abgegeben hat und die aus diesem Saal in die ganze Welt hinausgegangen ist, in alle deutschen Gaue, bis in den letzten Bauernhof, bis zur letzten Arbeiterhütte. Meine Herren Richter, jeder Mensch kann irren. Ja, er kann sogar Fehler machen, die er vielleicht hinterher selbst nicht mehr begreifen kann. Auch Schirach hat geirrt. Er hat die Jugend für einen Mann erzogen, den er lange Jahre für unantastbar hielt und den er heute als diabolischen Verbrecher bezeichnen muss. Er hat in seinem Idealismus und aus Loyalität die Treue und den geleisteten Eid einem Mann gehalten, der ihn und die deutsche Jugend getäuscht und betrogen hat und der, wie wir von Speer hier erfahren haben, bis zum letzten Atemzug sein eigenes Interesse höher stellte als die Existenz und das Glück von 80 Millionen Menschen. Schirach ist vielleicht derjenige Angeklagte, der die von ihm begangenen Fehler, man mag sie heute beurteilen, wie man will, nicht nur klar eingesehen, sondern auch am ehrlichsten bekannt und der durch seine offenen Worte eine Legendenbildung um Hitler für alle Zukunft vorgebeugt hat. Einem solchen Angeklagten wird man es als ein Verdienst zugute rechnen müssen, wenn er sich bemüht, den Schaden, den er in gutem Glauben verursacht hat, wieder gut zu machen, soweit ihm das möglich ist. Schirach hat das versucht. Er hat sich bemüht, unserem Volk die Augen zu öffnen über den Führer, in welchem er mit Millionen von Deutschen Jahre hindurch den Retter des Vaterlandes und den Garanten ihrer Zukunft gesehen hat. Er hat hier in aller Öffentlichkeit für seine Person die Rechenschaft abgelegt, auf die das deutsche Volk nach Hitlers Selbstmord einen Anspruch gegen jeden Unterführer des Dritten Reiches hat. Schon damit das Ausland daraus ersehen kann, wie es zu den Zuständen der letzten Jahre in Deutschland kommen konnte und wer dafür verantwortlich ist. Vor allem aber nach dem früheren Reichsjugendführer bei Abgabe seiner Erklärung vom 24. Mai 1946 daran, der deutschen Jugend offen zu sagen, dass er bisher
unwissend und in guter Absicht Sie einen falschen Weg geführt habe. Und dass Sie nunmehr einen anderen Weg einschlagen müsse, wenn das deutsche Volk und die deutsche Kultur nicht untergehen soll. Schirach dachte dabei nicht an sich, nicht an sein zerschlagenes Lebenswerk. Er dachte an die deutsche Jugend von heute, die nicht nur vor den Ruinen unserer Städte und Wohnungen steht, sondern auch zwischen den Trümmern ihrer bisherigen Ideale umherirrt. Er dachte an die deutsche Jugend, die eine neue Orientierung braucht und die ihr künftiges Leben auf eine andere Basis stellen muss. Schirach hofft, dass die ganze deutsche Jugend seine Worte gehört hat. Was an seinem Bekenntnis vom 24. Mai 1946 besonders wertvoll war, das war seine Versicherung, dass einzig und allein er die Schuld für die Jugend trage, wie er früher den Befehl für sie getragen hat. Wird dieser Standpunkt als richtig anerkannt und werden die notwendigen Folgerungen daraus gezogen, so wäre das für unsere deutsche Jugend ein wertvolles Ergebnis dieses Prozesses. Meine Herren Richter, damit komme ich zum Ende meiner Betrachtung des Falles von Schirach. Auch bei der Behandlung dieses Falles habe ich es unterlassen, allgemeine Ausführungen, insbesondere solche politischer Art, zu machen. Ich habe mich vielmehr beschränkt auf eine Würdigung der Persönlichkeit des Angeklagten, seiner Handlungen und seiner Motive. Und ich darf dazu ergänzend beifügen, diese Betrachtung und Würdigung durch die Verteidigung hat ergeben, dass der Angeklagte nicht schuldig im Sinne der Anklage ist und nicht verurteilt werden kann, weil er irgendein strafrechtliches Verschulden nicht begangen hat. Sie aber als Richter nicht über politische Schuld zu urteilen haben, sondern lediglich über kriminelle Schuld im Sinne des Strafrechts. Ich fahre dann weiter. Am Schluss meiner Betrachtungen des Falles von Schirach bitte ich Sie an dieser Stelle noch in einigen Sätzen ein paar kurze allgemeine Gedanken ausführen zu dürfen, die über die Person des Angeklagten von Schirach hinausgehen, die sich aber dem deutschen Verteidiger am Ende dieses Prozesses aufdrängen. Meine Herren Richter, Sie sind der höchste Gerichtshof unserer Zeit. Die Macht der ganzen Welt steht hinter Ihnen. Die vier stärksten Völker der Erde sind durch Sie vertreten. Hunderte von Millionen Menschen, nicht nur in den besiegten Ländern, sondern auch in den Siegerstaaten, hören auf Ihre Meinung und erwarten mit Spannung Ihr Urteil, bereit, sich von Ihnen belehren zu lassen und Ihrem Rate zu folgen. Diese Ihre hohe Autorität gibt Ihnen, meine Herren Richter, die Möglichkeit, durch Ihr Urteil und vor allem durch seine Begründung auch viel Gutes zu schaffen, damit aus der heutigen Katastrophe
ein Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird. Zum Nutzen ihrer eigenen Völker und zum Segen des deutschen Volkes. Heute, meine Herren Richter, liegt Deutschland am Boden. Ein armes Volk. Das ärmste von allen. Die deutschen Städte sind zerstört. Die deutsche Industrie ist zerschlagen. Auf den deutschen Völkern Schultern lastet eine Staatsschuld, die ein Vielfaches des ganzen Volksvermögens darstellt und die für ganze Generationen des deutschen Volkes Not und Armut, Hunger und Sklaverei bedeutet, wenn ihre Völker uns nicht helfen. Für die Hilfe aus dieser verzweifelten Lage wird die Begründung Ihres Urteils, meine Herren Richter, in vieler Hinsicht richtunggebend sein. Freilich, diesem Gedanken zu berücksichtigen und ihm Rechnung zu tragen, mag Ihnen gefühlsmäßig heute schwerfallen, wenn Sie an das Unglück denken, das die letzten 6 Jahre auch über Ihre eigenen Länder gebracht haben. Doppelt schwer, nachdem in monatelangen Verhandlungen hier immer nur Verbrechen enthüllt wurden. Verbrechen, die lange Jahre hindurch ein Tyrann deutscher Zunge begangen hat und der Missbrauch deutscher Menschen im Namen des nämlichen deutschen Volkes, an dessen Zukunft Sie als Richter jetzt mit Wohlwollen denken, dem Sie jetzt helfen sollen. Meine Herren Richter, Hitler ist tot. Und mit ihm jene Werkzeuge, die in diesen Jahren millionenfache Verbrechen ohne Zahl begangen und Deutschland und fast ganz Europa tyrannisiert und den deutschen Namen vielleicht auf Generationen hinaus geschändet haben. Das deutsche Volk dagegen lebt und muss leben können, wenn nicht eine halbe Welt darüber in Trümmer gehen soll. In diesem Prozess und in diesen Zeiten macht das deutsche Volk eine schwere Operation durch. Sie darf nicht den Tod, sie soll die Heilung bringen. Dazu kann und dazu muss auch Ihr Urteil beitragen, damit die Welt nicht in Zukunft in jedem Deutschen einen Verbrecher sieht, sondern zu der Auffassung des Professors der englischen Geschichte Arnold Nash von der Universität Chicago zurückfindet, der vor einigen Tagen nach dem Sinn seiner derzeitigen Deutschlandsreise befragt, die Antwort gab, jeder Gelehrte hat 2 Vaterländer, sein eigenes und Deutschland. Und dieses Wort sollte auch eine Mahnung sein für alle jene verantwortungslosen Kritiker, die auch heute noch ihre Aufgabe nur darin sehen, mit allen möglichen Propagandamitteln gegen alles, was deutsch ist, zu hetzen und der Welt immer wieder einzureden, dass mindestens jeder 2. Mensch in Deutschland ein Verbrecher sei. Sie aber als Objektivrichter wollen eines nicht vergessen. Es gab immer und es gibt heute auch ein anderes Deutschland. Ein Deutschland des Fleißes und der Sparsamkeit. Ein Deutschland Goethes und Beethovens. Ein Deutschland der Treue und der Ehrlichkeit und mancher Tugenden, die in früheren Jahrhunderten sprichwörtlich waren für deutsches Wesen.
Glauben Sie uns, meine Herren Richter, in dieser Zeit, wo Deutschland wie aus schwerer Krankheit erwacht ist und wo Deutschland daran geht, aus den Trümmern einer bösen Vergangenheit sich eine bessere Zukunft wieder aufzubauen, eine Zukunft für seine Jugend, die keinen Teil hat an all dem begangenen Verbrechen. In dieser Zeit sehen 70 oder 80 Millionen deutscher Menschen auf Sie und erhoffen von Ihnen, meine Herren Richter, ein Urteil, das uns den Weg frei macht für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft, der deutschen Herzen und einer wahren Freiheit. Sie, meine Herren, sind wahrhaft souveräne Richter. An kein geschriebenes Gesetz, an keine Paragraphen gebunden. Nur Ihrem Gewissen verpflichtet und vom Schicksal dazu berufen, der Welt gleichzeitig eine neue Rechtsordnung zu geben. Eine Rechtsordnung, die den kommenden Generationen jenen Frieden erhalten soll, den die Vergangenheit ihr nicht bewahren konnte. Zu dieser ihrer großen und schweren Aufgabe hat ein bekannter Demokrat des alten Deutschlands, der frühere Minister Dr. Kiltz, in einem Artikel über den Nürnberger Prozess neulich geschrieben. In einem monarchischen Staat würde Recht gesprochen im Namen des Königs. In Republiken würden die Gerichte urteilen im Namen des Volkes. Sie aber, der Nürnberger Gerichtshof, Sie sollten Ihr Urteil erlassen im Namen der Humanität. In der Tat, ein herrlicher Gedanke für das Gericht. Ein ideales Ziel, wenn das Gericht glauben könnte, dass sein Urteil tatsächlich die Gebote der Humanität verwirklichen und für alle Zeiten Verbrechen gegen die Humanität verhindern könnte. Aber in mancher Beziehung wäre das doch ein etwas schwankendes Fundament für ein Urteil von der Bedeutung Ihres Richterspruches. Denn die Vorstellung darüber, was die Humanität im Einzelnen fordert oder verbietet, können zu verschieden sein, je nach der Zeit, je nach dem Volk, je nach der Parteistellung, von der aus man urteilt. Ich glaube, meine Herren Richter, ein zuverlässigeres Fundament für Ihr Urteil finden Sie, wenn Sie zu dem Satz zurückkehren, der die Jahrtausende überstanden hat und der sicher auch in Zukunft Gültigkeit haben wird. Justitia ist Fundamentum Regnorum. Die Gerechtigkeit ist die Grundlage jeglichen Staatswesens. So erwartet das deutsche Volk und mit ihm die ganze Welt von Ihnen, meine Herren Richter, ein Urteil, das nicht bloß heute von den Siegerstaaten begrüßt wird, als ein letzter Sieg über Deutschland, sondern das auch einst von der Geschichte als richtig anerkannt werden kann, ein Urteil im Namen der Gerechtigkeit.